Moin Moin, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, das ist Gaukanal. Willkommen zum heutigen ersten Part des Matchtags 14-15 Mappen-Updates zum Sonntag. Und zwar heute von der Karte Nummer 1, also von der blauen Serie, Karte Nummer 1 von Augsburg bis Karte Nummer 99, Sascha Rieter. Mal sehen, ob mir ein paar Karten fehlen oder zwischendurch ein paar Karten fehlen. Auf jeden Fall fangen wir mal mit der ersten Karte an, ihr habt schon gesehen. Es ist Elvis FC Augsburg, hatten wir auch im Rematch der Fehlpokal gesehen. Genau. Also ich werde das jetzt immer so machen, also Map-Update habe ich ja schon gemacht von 15-16, ein paar folgt noch. Aber trotzdem werde ich das dann nachher im nächsten Jahr nach dem Rematch der Fehlpokal 16-17 nicht mehr einordnen. Ich mache das jetzt bloß, weil ich hier kein Map-Update von der Serie bis jetzt gemacht hatte, deswegen. Karte Nummer 2, Marvin Hitz, sehr cool. Von den Augsburgern. So, nächste Karte. Oh, Nummer 3 fehlt mir. Wer ist denn das? Jan Ingvar Carlsen Pracker. Ich habe Karte Nummer 4. Ragnar Klavan. So, dann haben wir hier die Halbtransparente von Paul Verheck. Und dazu natürlich das dazugehörige Stadion. Nämlich die SGL Arena. Dann die nächste Karte, Nigel de Jong, Karte Nummer 6. Was ist denn hier drin? Ja, das ist aber ganz schön geschrottet, sage ich jetzt mal. Nächste Karte, Karte Nummer 7, Dominik Kor. Nächste Karte, Daniel Bayer, Karte Nummer 8, kommt hier rein. Tobias Werner, die 9. Sehr schön, kommt hier rein. Und da kommen wir nämlich auch zur nächsten Seite, nämlich Karte Nummer 10, Jan Morabek. Sehr schön. So, dann nächste Karte, Alexander Esswein. Karte Nummer 10. Karte Nummer 12. Oh, die 11 brauche ich, glaube, oder? Ja. Ach, das war gerade die 11, Esswein. Okay. Karte Nummer 12, Markus Feulner. Logischerweise noch von Augsburg. Nächste Karte. Von Halle Altin Top Star Spieler Nummer 13. Das läuft ja auf jeden Fall hier von Augsburg. Und ja, gerade wenn man vom Teufel spricht, Karte Nummer 15, also brauche ich die 14. Es ist nochmal hier Bobadilla. 16 Mölders Augsburg. Genau. Die 17, die vorletzte Karte von Augsburg, nämlich Djordjic. Und die letzte Karte, das Duo. Von Ragnar Klavan und Carlsen Pracker, die Nummer 3, die ich hier oben brauche. So, da bräuchte ich von Augsburg bloß noch zwei Karten. Also, wenn ihr mir die beim Melde oder so zuschicken würdet oder tauschen wollt, gerne. So, auf jeden Fall hier Karte Nummer 19, Hertha BSC. Nächste Karte, Thomas Kraft von den Herthern. Karte Nummer 20. Bisschen sputen. So, auf jeden Fall haben wir hier dann die Karte Nummer 21 von den von der Hertha. Pekarik. Nächste Karte, nochmal Pekarik doppelt. Also, wir können gerne tauschen, wenn ihr wollt. Ich habe auch genug Doppelte. 22 hier Sebastian Lanka. Hertha natürlich. 23 von Johannes van der Berg. Vor früher mal Düsseldorf, soweit ich weiß. Das weiß ich durch den Adventskalender 12-13. Nächste Karte, John Anthony Brooks, 24. 25, das läuft ja hier am Schnürchen, Marvin Blattenhardt. Nächste Karte hier von Heitinka. Die 26, kommt hier hin. Und jetzt muss noch die 27, dann haben wir die Seite voll. Jawolski! Wir haben Fabian Lustenberger von... Also hier halb transparent und damit haben wir die Seite voll. Wie geil ist das denn? Okay, nächste Karte hier hinten. 28. Hasso Gai von Hertha, Starspieler. 29 hier Baum Johann. Gleich mal hier dreimal. Jawohl. Dann haben wir die 30 von Jens Hegeler. Kommt hier hinten hin. Dann haben wir hier Ben Haitira.
gerade nochmal 31 von der Hertha. Vielleicht kriegen wir Hertha voll, das wäre ja auch geil. 32 Ronny. Kommt hier hin. 33. Wird langsam spannend hier. Stocker. Valentin Stocker. 34. Alagui. Jetzt bräuchten wir logischerweise die 35 und die ist vorhanden. Julian Schieber. Oh, die letzte Karte des Duo habe ich oder habe ich sie nicht? Es ist vorhanden. Wie geil ist das denn? Hertha BSC komplett oder wie Alf sagen würde, vollständig. Sehr geil. Ja, sehr geil. So, nächster Verein hier, Werder Bremen. Karte Nummer 37. Nächste Karte, Raphael Wolf, 38, läuft schon mal wieder hier. Also ich habe, wie ich finde, hier sehr viele Karten. Ich weiß gar nicht warum, ich habe damals gar nicht so viel Booster geöffnet. Da habe ich dieses Jahr mehr gehabt und habe da, also hier Goldi Roller, und habe dafür im jetzigen Jahr weniger. Kann sein, weil ich damals mit meinem Freund getauscht habe und rausgegangen bin. Ich gehe ja heute nicht mehr raus. Karte Nummer 40, Garcia. 41, Gebrel Selassie. 42, Sebastian Bröd. Oh, schlechter Zustand, aber ich muss sie halt einsortieren, weil ich keine Doppelte habe. So, da haben wir hier Galvez von Bremen, Nummer 43. Auch bis jetzt ist der Fahrt noch nicht gerissen. Und als nächstes haben wir hier Clemens Fritz. Sehr cool. Als halbtransparente. 45, der Bruder von Toni Kroos, nämlich Felix Kroos. Sehr geil. Und bis jetzt erstmal hier vollständig. Vielleicht kriegen wir Bremen auch komplett. Das wäre ja natürlich der Burner. So, Karte Nummer 46. Macchiardi kommt hier hinten hin. So, nächste Karte. Junusovic. 47. Ist auch Platz für ihn. 48. Barkfrede. 49 Hajrović und die 50. Karte, wir haben die Hälfte geschafft, meine Freunde, und mein Bein ist schon wieder taub. Mein Bein ist wieder taub, ist unglaublich. So, auf jeden Fall haben wir 50, wo kommt der nochmal rein? Ja, und für 50 Karten fehlen uns bis jetzt zwei Kärtchen, nämlich von Augsburg. Das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht, also Elia 51, hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel hätte von der Serie. Und jetzt nochmal spannend, wenn dem Freunde, habe ich Bremen voll oder nicht? 52, Di Santo. 53, habe ich sie? Ja! Nämlich Petersen, Starspieler. Und die Frage, habe ich das Duo oder habe ich es nicht? Ich habe es sogar dreimal! Ist das denn zu glauben? Also, wer tauschen will, bis jetzt brauche ich die zwei von Augsburg unbedingt. Wer tauschen will, gerne. Wenn ihr fragt, im Kommentar kann ich ja nochmal meine E-Mail unten hinschreiben. Und zwar haben wir jetzt Hertha und Bremen nacheinander vollständig. Ist das geil. Aber das Logo von Dortmund habe ich nicht. Das ist während der Rematch-DFB-Pokal-Saison verloren gegangen, leider. Ja, also Dortmund auf jeden Fall noch nicht komplett. So, 57 kommt nach Weidenfeller. Oh, mein Bein ist eingeschlafen, ey. Das ist so scheiße. Nochmal anders positionieren hier. Auf jeden Fall hier haben wir Subotić. Mit der 58, 59 Sokratis. Okay, say. Ich glaube, von der jetzigen Serie habe ich keine Mannschaft komplett. Das ist echt schade. Weil ich so viel Booster geöffnet habe und dann so viel doppelt. Das ist scheiße. Auf jeden Fall haben wir hier Mats Hummels, der ja zu Bayern wechselt. Sehr geil. Dazu der zugehörige Stadion. Sehr, sehr geil. Von 60 Karten bis jetzt 3 Karten fehlen. 61 Marcel Schmelzer. Oh, die 62 fehlt. Die 62 fehlt auch. Also bei Dortmund reicht's. Lukas Piszczek. Was? Niemand. Hä, was? Das weiß ich 100%, dass ich den hab. Was? Naja, alles klar. Auf jeden Fall haben wir als nächstes Nuri Sahin. Also wer tauschen will, gerne.
So, 65, Großkreuz. So, nächste Karte ist Sven Bender mit der 66. Blaschikowski sogar zweimal, also wer tauschen will, zum wieder zum vierten Mal, gerne. 68, Mkhitaryan von den Dortmundern. Dann haben wir nochmal Mkhitaryan, also doppelt. Dann haben wir hier 69, Marco Reus, Starspieler. Okay, dann haben wir hier Aubameyang, ja, wie gesagt, alle wissen, dass ich ihn nicht leiden kann wegen seiner, naja, ich sag jetzt mal Arroganz. Ja, jeder hat halt seine eigene Meinung. Auf jeden Fall haben wir jetzt 71 Immobile. Und damit war's das bei Dortmund. Also fehlt mir bei Dortmund 3 Kärtchen. Und da wären wir jetzt von einer Bilanz von minus 5 Kärtchen. Ja, genau, 5 Kärtchen brauch ich bis jetzt. Also minus 5. So, nächste Karte, das Frankfurt-Logo ist vorhanden. So, da haben wir Kevin Trapp und das dazugehörige Stadion bis jetzt auch immer vorhanden. So, 75% haben wir geschafft, nämlich Schändler mit der 75. Logisch. 76, Zambrano von Frankfurt. Doppelt. So, da haben wir hier Andersen mit der nächsten Karte, nämlich 77. Faden ist noch nicht gerissen, freut mich. Und die 78 ist vorhanden. Okschipka. Ups. Habe ich die 79? Nein, aber 78 doppelt. Und Chakba mit der 79 ist auch vorhanden. Aber die Frage ist, ist die 80 vorhanden? Ja, ist sie. Es ist Stefan Aigner mit der 80. Und ja, jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Oder auch nicht. Karte 81, Alexander Meyer. Marco Reus ist der nächste. Karte Nummer 82. Pearson, Starspieler. Bis jetzt alle Karten vorhanden. Vielleicht kriegen wir ja Frankfurt voll. Das wäre ja sehr große Klasse. 84, Ignowski. Nächste Karte, Inui von Frankfurt, 85. Kommt hier rechts in der Mitte. 86, jawohl, Hasebe. 87, ist sie vorhanden? Ja, ist sie, es ist Severovic. Logischerweise von Frankfurt. 88, Waltes. Doppelt. 89, Katlek. Václav Katlek, genau. Und ist das Duo vorhanden? Ist es nicht, ist es nicht. Und es ist Trommelwirbel. Jawohl! Es ist das Kreativduo von Aigner und Alexander Meyer. Und demzufolge ist Frankfurt vollständig. Ist das geil, meine lieben Freunde? Ich weiß gar nicht, habe ich getauscht in der Zwischenzeit? Ich weiß das gar nicht. Weil es kommen auf jeden Fall hier so viel vor. Naja, okay. Okay, bis jetzt immer noch die Bilanz von diesem ersten Part von minus 5 Kärtchen. Nächste Karte ist von Freiburg, 91. Beim letzten Mal, wo ich das aussortiert habe, war mir das so wenig, kam mir das so wenig vor. Ich glaube, ich habe mit Florian Benjamin mal so viel getauscht. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das war damals. Ist auf jeden Fall Oliver so, 93. Krimmers, der nächste von Freiburg, 94. 95, Oliver Kempf. Wir nähern uns zum Ende, 96, Günther. 97, Moiza. Mensur. Und oh, die 98 fehlt uns und damit ist es die letzte Karte. Sascha Rita mit der 99. Und damit war es das mit dem ersten Part der Mappe. Uns fehlen insgesamt bei dem ersten Part 6 Kärtchen, aber das ist gar nicht schlimm.
Ihr könnt damit tauschen oder Mail dazu schicken oder genau tauschen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass so viele Karten. Zwei von Augsburg für mir, dann Hertha voll, Bremen vollständig. Drei von Dortmund, da war eine kleine Kette Negativbilanz. Dann hier von Frankfurt vollständig und von Freiburg bis jetzt der eine. Ich schütze euch auf jeden Fall auf einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall Kommis unten da. Morgen gibt es den zweiten Part nicht. Und zwar gibt es morgen, ach, meine Aussprache ist irgendwie heute irgendwie so scheiße. Burp. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, morgen gibt es hier das EM 2016 Sticker Album Update. Die letzte Sticker, die ich mal geunboxed habe, die letzten Wochen. Und ja, auf jeden Fall gibt es übermorgen oder übermorgen, mal sehen, wie es die Zeit sagt, das zweite Part der Mappe 14, 15. Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, bis morgen, das Kau-Kanal.